Heute sehen wir uns das Gemälde in der Nähe des Jönschanberges an. Es wurde im Jahr 1928 vom Künstler Goa Xuehu gemalt. Es war dieses Gemälde, mit dem sich Goa als wichtiger Künstler in Taiwan etablieren konnte. Und das mit gerade einmal 20 Jahren. Was ist hier zu sehen? Man sieht Wahrzeichen des Jönschanberges. Das ist zum einen die hügelige Landschaft und zum anderen die Meiji-Brücke. Sie war zur japanischen Kolonialzeit eine wichtige Verkehrsverbindung. Heute ist die Meiji-Brücke aus Beton. Sie trägt täglich tausende Autos über den Jilong-Fluss im Norden der Taipeher Innenstadt. Hinter der Brücke sieht man den Datunberg, ein ehemaliger Vulkan. Der bemerkenswerte Himmel des Gemäldes erinnert an ein Meer aus rosigen Wolken. Herr Goa nahm sich viel Zeit für dieses Gemälde und machte viele Entwürfe und farbige Zeichnungen als Vorbereitung. Die Landschaft um den Jönschanberg muss ihm sehr am Herzen gelegen haben. Er nahm nach und nach viele Veränderungen vor. Man kann daran sehen, dass Herr Goa lange über die Gestaltung des Himmels nachdachte, bevor er sich schließlich für die rosigen Wolken in Streifenform entschied. Am linken Bildrand sehen wir 5 Weiher durch die Luft fliegen. In anderen Entwürfen sind es weniger oder mehr. Manchmal sind auch gar keine zu sehen. Im späteren Gemälde sind dann 5 Weiher zu sehen. Was sagt uns das? Dass für Herrn Goa der Gesamteindruck wichtig war. Und er hat jedes einzelne Detail auf seine Wirkung durchdacht. In ein Landschaftsgemälde wie dieses wollte er auch Menschen hineinbringen. Man sieht eine Frau im Feld arbeiten. Sie trägt japanische Kleider. Auf früheren Entwürfen dieses Gemäldes sehen wir, dass es ursprünglich 2 Menschen waren. Doch am Ende wollte Herr Goa diesen Aspekt vereinfachen. So entschied er sich, nur eine Frau zu malen, die tapfer in ihrem Feld arbeitet und gebückt ihr gepflanztes Gemüse betrachtet. Die Darstellung eines Menschen, der in der Landschaft in Aktion ist, gibt dem Bild noch mehr Dynamik. Doch nicht nur der Mensch ist detailliert dargestellt. Auch die Vegetation ist realitätsgetreu abgebildet. Man fühlt sich beim Betrachten des Gemäldes fast wie ein Botaniker. So viele verschiedene Pflanzenarten hat Herr Goa gemalt. Man sieht die chinesische Schirmpalme, Mais, Sonnenblumen und chinesische Holunderbäume. Herr Goas Malstil ist gerade bei den Pflanzen sehr elegant und formal gehalten. Verschiedene grün- und hellbraune Khaki-Töne geben dem Bild farblich eine Einheit, ohne aber monoton zu werden. Obwohl Herr Goa zu dieser Zeit erst 20 Jahre alt war, konnte er das Gemälde vor seinem inneren Auge sehen und mit der Hand in bedachten Pinselstrichen die Szene aufs Papier bringen. Dafür brauchte es ein hohes Maß an Kompositionstalent. Wie sonst ist es möglich, aus den einfachen grünen Hügeln eine interessante Szene voller Bewegung und Leben zu erschaffen? Das ist das Besondere an diesem Werk eines 20-Jährigen. Diese Detailverliebtheit von Goa Xuehu wurde von vielen Künstlern aufmerksam studiert. Auf den Kunstausstellungen aus dieser Zeit sah man mehr und mehr Künstler diese Art von Landschaftsbildern malen. Mit dichten und realistischen Darstellungen der Natur. Manche Künstler haben nach Goa sogar einen eigenen Malstil benannt, die Xuehu-Schule. Darunter war auch sein Lehrer Cai Xueqi und auch einige junge Künstler der nächsten Generation. Zum Beispiel Cai Yong. Er nahm sich dieser neuen Malweise an. Er brachte mit Regeln und Form einen Rhythmus in seine Bilder. Sie hatten alle Taiwans Landschaften und die Schönheit der Natur zum Thema. Um ein paar Beispiele der Kunstausstellung des Jahres 1931 zu nennen, das Gemälde Nach dem Regen von Goa Xuehu,
an dem man den Malstil der Xuehu-Schule klar erkennen kann. Wir hatten bereits einen anderen Künstler erwähnt, Cai Yong. Sein Bild des Zhishan-Wanderpfads ist ein guter Vergleich mit Guos Gemälde des Yuanshans. Beide sind Beispiele für die kulturelle Bedeutung dieser beiden Hügel und auch die Geschichte, die mit diesem Flecken Erde verbunden ist. In beiden Bildern hat Guo Xuehu die taiwanische Vegetation gemalt. Selbst schöne Pflanzen aus Guos Fantasie fanden Einzug in seine Bilder. Herr Guo war oft in den öffentlichen Bibliotheken. Dort schaute er sich in den Botanikbüchern die Zeichnungen vieler Pflanzen an. Das erklärt seine eigenen detaillierten Darstellungen der Pflanzen. Beispielsweise blühen die Holunderbäume im Yuanshan-Gemälde nicht so stark auf wie im Gemälde nach dem Regen, wo die Blüten deutlich zu sehen sind. Genauso wie in Nord-Taiwan im Mai und April die Holunderbäume die Landschaft lila einfärben. Und auf dem Wanderweg, den beide Gemälde zum Thema haben, ist die Vegetation leicht unterschiedlich. Im Yuanshan-Bild sieht man weniger Bäume, Sträucher und Pflanzen. Im Zhishan-Bild dagegen ist die Vegetation dicht gedrängt. Daran sieht man, dass Guo Xuehu die kleinen Unterschiede zweier sehr ähnlicher Landschaften klar erkannt und dargestellt hat. Wir sehen auch einige Motive, die Guo immer wieder aufgreift. So beispielsweise die Bäuerin. Im zweiten Bild ist es keine Japanerin, sondern eine taiwanische Frau. Auch die modern anmutende Brücke im Yuanshan-Bild wird im zweiten Bild im Hintergrund oben auf dem Berg zu einem traditionellen taiwanischen Tempel. Das ist ein weiterer Unterschied dieser zwei sehr ähnlichen Werke. Wir merken noch etwas anderes. Und zwar hat Herr Gore diese Landschaft nicht nur einfach nachgezeichnet, sondern er hat die Landschaft bewusst so in Szene gesetzt. Wie hat er das gemacht? Sehen wir uns die Details genauer an. Am Rande des Zhishan-Wanderweges sehen wir das alte Tor des Tempels. Wir sehen die alten Mauern, die Pavillons und die Lampen und die mehr als 100 Stufen nach oben. Das alles hat Herr Gore in einen Bildrahmen von weniger als 2 Metern gebracht. Alle diese Elemente hat Herr Gore sehr schön gemeinsam in Szene gesetzt. Alles, was sich der Künstler in seinem Kopf vorgestellt hat, hat er hervorragend in die Bildkomposition einfließen lassen. So hat er ein fesselndes Gemälde erschaffen.